Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Heute mal mit einem kleinen Koch- und Rezeptvideo im Dutch Ofen auf unserer Feuerschale. Das Feuerchen habe ich eben schon angemacht. Das seht ihr da hinten im Hintergrund, die Kohlen schon mal warm werden. Und zwar gibt es heute, wie ihr ja im Titel gelesen habt, Kaninchen. Das gab es hier im Angebot im Supermarkt und da mussten wir einfach mal zuschlagen. Ist das erste Mal für uns, dass wir Kaninchen machen. Was wir alles dazu brauchen, zeige ich euch jetzt auch schnell. Und zwar haben wir hier, füllen wir kurz auf den Tisch, ein bisschen Wurzelgemüse, Knoblauch, zwei verschiedene Zwiebeln, Schalotten, Babykarotten. Wir hatten leider keine größeren gerade im Garten gehabt und eine Süßkartoffel und zwei Birnen. Das Ganze soll dann später eine süßliche Birnensoße geben. Und als Gewürzmischung habe ich hier ein bisschen Senfsaat, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Kuminsamen. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen braunen Zucker und als Beilage machen wir ganz klassisch Kartoffelpüree. Ganz wichtig, immer wenn man Kaninchen kauft, dass auch der Kopf dabei ist. Da sieht man die Schneidezähne, die Hasenzähne, um zu sehen, dass es kein Dachhase ist. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Fangen wir an mit dem Zerlegen vom Kaninchen. Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, das Ding irgendwie vernünftig am Stück zu grillen oder so und bin immer wieder auf den Entschluss gekommen, dass es einfach geiler und besser ist, wenn man das Häschen vorher zerlegt und anbratet und den weiteren Prozess seht ihr ja nachher im Video. Tun wir mal den Kopf beiseite und fangen bei den Keulen an, dass wir die hier auslösen. Dazu hier an der Wirbelsäule entlang. Und dann um das Gelenk drumherum. Und da haben wir das erste Keulchen. Keule Nummer 2. Ah, da sind noch die Innereien drin. Die brauchen wir nicht. Die tun wir raus. Die kriegen dann gleich die Hunde. Da freuen die sich drüber. Einmal die Leber. Was haben wir hier noch? Nieren. Hier ist ein Stück vom Hals. Das schmeißen wir nicht weg, das brauchen wir gleich noch. Dann gehen wir hier einmal an der letzten Rippe entlang und schneiden wieder bis zur Wirbelsäule, damit das gleich auch schön in den Dutch Ofen reinpasst. Etwas größere Messer, wenn ihr habt, irgendwie ein kleines Küchenbeil. Wäre ja optimal, habe ich leider nicht. Und damit die Wirbelsäule zu trennen. Rausdrehen, fertig. Hier das bisschen Rückenfett lassen wir dran, das gibt am Ende einen schönen Geschmack. Schneiden wir noch einmal längs an der Wirbelsäule vorbei. Dann hat später jeder von uns ein Rippenpaar. Auch hier wäre wieder ein Beil besser. Mit so einer Geflügelschere würde das gegebenenfalls auch ganz gut gehen. Genau, wenn da nicht viel Fleisch dran ist, schmeißt das nicht weg. Das brauchen wir hinterher, das gibt guten Geschmack in der Soße. Dann zu den deutlich kleineren Vorderkeulen hier. Die kann man auch auslösen, wenn man mag, von den Rippen. Vorderkeulen
Kopfkeulen, da die zwei Hinterkeulen. Dann gehen wir mal zum Grill, dann müsste langsam auch durchgeglüht sein. Das sieht sehr gut aus hier. Ja, dann tun wir den mal vorbereiten. Ah, das waren ein paar richtig dicke Stücke Holzkohle hier diesmal. Ja, gut verteilen für den Dachofen in unserer Feuerschale. Für dieses Gericht brauchen wir übrigens nur das Kochpaket, das Grillrost können wir uns diesmal schenken und natürlich den Dutchofen. Ah, dazu reichen auch zwei Streben bzw. ein Strebenpaar. Einmal hier rein. Ich mache das, wenn ich mit dem Dutchofen koche, prinzipiell immer so, dass der Dutchofen eher in einer Ecke steht als wie in der Mitte, weil man so besser die Hitze kontrollieren kann, indem man die Kohlen verschiebt oder dann auch für die Oberhitze, wenn man sie braucht, einfacher an die heißen Kohlen von der anderen Seite rankommt. Ganz schön heiß. Ich zieh mal lieber die Handschuhe an. Die sind übrigens auch mit im Paket drin, wenn ihr Interesse an einer unserer Feuerschalen pflegen würde. So, hier das kleine Kreuz, da kommt der Dutchofen dann drauf. Aktuell gibt es bei uns im Shop übrigens tolle Weihnachtsangebote mit bis zu 50% Rabatt. Zum Beispiel auch auf unsere Feuerschalenpakete oder das Dino Adventure Alaska Puzzle. www.dinoadventure.de. Lass mal den mal ein bisschen vorheizen, das Öl, und dann können wir weitermachen. So. Jetzt kommen wir zu den Fleischstückchen. Die müssen jetzt erstmal angebraten werden. Schön viel Hitze. Ah, nur kurz für die Röstaromen. So, wenn dann alles schön goldbraun angebraten ist von allen Seiten, holen wir das erstmal wieder raus aus dem Topf hier. So, wir decken es ab, einfach nur zum Schutz vor den Fliegen und Co. Und dann kommen wir mal zu dem Wurzelgemüse und zu den Birnen natürlich. Das brauchen wir gleich noch. Das hätte ich auch alles mal ein bisschen besser vorbereiten können. Jetzt muss es halt etwas schneller gehen. Und dann kommt alles, was wir so weggeschnitten haben, was jetzt nicht so besonders viel Fleisch hat, wieder in den Topf, inklusive Kopf. Wer mag, muss aber nicht. Das ganze Fett dazu. Einfach alles rein, bis auf die Innereien, ja? Ja, das gibt gleich eine schön braune Soße. Mit reichlich Röstaromen. Ja. Wir sind hier in Mexiko und links der Baum hier, wir haben gerade die Saison der Monarchfalter, der Monarchschmetterlinge. Und links der Baum hier ist so ein Baum, wo die Monarchfalter sich abends immer reinverziehen. Ich gebe euch mal eine Nahaufnahme, die ich gestern gemacht habe. Der Baum, das sieht man von hier aus nicht, hängt voll mit Monarchfaltern. Richtig geil. So, weiter geht's jetzt zu den Fleischresten hier und im Kopf kommt das Wurzelgemüse. Optimal wäre vielleicht noch ein bisschen Petersilie dabei. Alles nur ganz grob gehackt, das braucht nicht fein gehackt sein, das wird hinterher sowieso wieder rausgesiebt. Das ist jetzt nur für den geilen Geschmack der Soße. Einfach alles rein und schön anrösten. Einen kleinen Teil vom Knoblauch lasse ich mir immer übrig. Wenn der nämlich zu sehr verbrennt, wenn wir den direkt reintun, dann verliert er komplett den Geschmack. Deswegen tue ich den Knoblauch oder zumindest einen Großteil des Knoblauchs immer erst kurz vor Schluss rein. So, die Sonne ist weg und unser Wurzelgemüse hat eine schöne Röstfarbe hier bekommen. Jetzt können wir Tomate, den Rest Knoblauch und unsere grob gehackte Birne dazugeben, beziehungsweise die zwei Birnen.
Und das Ganze braten wir jetzt auch noch kurz mit an, bevor wir den Rest wieder dazugeben. Das Ganze hat jetzt 2 Minuten mit angedünstet. Und wir löschen heute nicht mit Weißwein, auch nicht mit Rotwein ab, sondern klassisch mit Bier. Und vorher gönne ich mir natürlich ein Schlückchen. Dann kommt unser brauner Zucker und die Gewürzmischung zum Einsatz. Das ist ungefähr ein Esslöffel brauner Zucker. Ganz im Ernst, den habe ich eben vergessen. Den hätten wir eigentlich vor dem Ablöschen schon reintun sollen, schon mit dem Fleisch zum Karamellisieren. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Das karamellisiert auch so noch ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur die halbe Dose Bier reingetan. Die lassen wir jetzt reduzieren, bis es ein bisschen karamellisiert. Und löschen dann halt nochmal ab. Unsere Gewürzmischung dazu. Und das duftet jetzt schon verdammt geil. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen karamellisieren hier. Und dann noch 2-3 Mal ablöschen. Diesmal ganze Dose Bier. Und ich glaube, eine dritte Dose geht auch noch drauf. Wenn nicht hier drin, dann in mir. Da sind jetzt effektiv 2 Döschen Bier drin. Dann zum Verfeinern und für ein bisschen Säure. Noch einen kräftigen Schuss Balsamico. Das ist wichtig, den erst kurz vor Schluss reinzutun, sonst verfliegt der ganze feine Balsamico und dann hat man nichts mehr davon. Und jetzt können wir unsere restlichen Kaninchenteile mit oben drauflegen. So, ein paar Kohlen für die Oberhitze und das Ganze bleibt jetzt gute 20 Minuten hier drin. Nicht viel länger, weil sonst wird das Kaninchen zäh und das wollen wir ja nicht. Und dann sind wir eigentlich bereit zum Absieben für die Soße und dann zum Essen. So, das Ganze ist jetzt 15 Minuten drin und in der Wartezeit ist mir eingefallen, dass ich komplett das Salz vergessen habe. Aber ist ja nicht so schlimm, Salz kann man auch hinterher noch hinzufügen, das macht jetzt nicht so viel aus. Deswegen tue ich jetzt noch mal ein bisschen nachsalzen. Ne? Dann werden die Teile alle noch einmal gewendet. Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen ablöschen. Wir wollen schließlich auch ein bisschen Soße am Ende haben. Gell? Dann packen wir ein Deckelchen noch mal für 5 Minütchen drauf. So, das müsste lang von der Zeit. Die Stückchen sind noch nicht allzu dick. Ist jetzt 20 Minuten drauf. Müsste also durch sein. Riecht auch verdammt gut schon. Erstmal sammeln wir das gute Fleisch raus. Dann die Soße noch absieben. So, die Soße habe ich jetzt nochmal, die abgesiebte Soße, nochmal zurück in den Dutch-Ofen getan, um das Ganze ein bisschen anzudicken und noch ein bisschen sämiger zu kriegen. Nehmen wir jetzt ungefähr einen Esslöffel Mehl und einen Schuss Milch. Das im kalten Zustand gut verrühren. Und wenn die Soße nochmal aufkocht, einfach dazugeben und mit dem Schneebesen einrühren. So, für den guten Geschmack auch noch ein kleines Klümpchen Butter dazu. Butter immer gut für den Geschmack, wisst ihr ja. Wenn das Ganze dann am Köcheln ist, dann können wir unser Mehl-Milch-Gemisch hinzugeben. Und die Hunde erfreuen sich gerade an den Resten, die wir abgesiebt haben. Das Ganze dann, bis es dickflüssig ist. Dauert in der Regel nur ein Minütchen, noch einmal aufkochen lassen, bis es eine schön sämige, dickflüssige Soße gibt. Und fertig. Ich habe die Kaninchenteilchen jetzt noch mal mit in die Soße reingelegt, einfach nur, damit sie noch ein bisschen warm werden. Das Ganze jetzt mit der Soße hat ein bisschen länger gedauert wie gedacht. Dank unseren Peritos, dank unseren Hundis hier, die uns ein bisschen auf Trab gehalten haben. Aber so passt das dann schon. So, haben wir es doch.
essen. Teller. So, Keule. Reicht erstmal. Rippe. Ja, hier, nimm noch. Keule, Rippe, Bauch und Vorderkeule kriegst du auch noch. Ja, dann wünsche mir auf jeden Fall guten Appetit, Provecho, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wir stoßen jetzt an und lassen es uns schmecken. Prost. Mit einem grünen Salat dabei. Dann würden wir sagen, stop dreaming. Stop planning. Falls ihr es noch nicht getan habt, haut auf den Abonnieren-Button. Verfolgt gerne weiter unsere Reise. Es kommt ja nicht nur Koch, kommen ja nicht nur Kochvideos hier vor. Und schreibt gerne was in die Kommentare. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr nachgekocht habt, wie es euch geschmeckt hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, ich bin auch am Verhungern. Hat ja lang genug gedauert alles. Boah. Köttlich. Boah, die Birnen geben eine richtig schöne Süße damit rein. Was sagst du? Mein erster Hase. Dein erstes Kaninchen? Schon. Ja? Super lecker. Also Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich nachzukochen. Ja. Wirklich. Ohne Scheiß. Das ist das erste Kaninchen, was ich selber zubereite. Und gut gelungen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall habe ich es mir verdient. Ja, hast du sehr gut gemacht. Danke.